Hallo. Ich wäre dann soweit. Ah, dieser blöde Schnee. Was ist denn das? Gemischt. Oh. Gibt's da nicht irgendwas mit Schneemann? Schneemann! Bitte. Oh, jetzt geht's wieder ab. So, jetzt schauen wir mal, was der. Ob der auch Ding einladet. Einladet. Ding einladet, ja, ja. Ja, ja. Gutes Deutsch. Gutes Deutsch. Und jetzt. Oh, was? Monken will. Achso, die wollen. Ja, da lädt der auch keinen Stoff, wenn die keinen Stoff wollen, ne? Das ist schade. Naja, Bahnhof erweitern bringt eigentlich nichts. Also abreißen wollen wir auch nicht. Was wollen die denn noch? Die haben zu viel Bier. Die wollen Fleisch. Fleisch. Bräuchte man Fleisch? Wer macht denn Fleisch? Nö. Hier. Wie schaut's da aus mit dem Fleisch? Oh, nicht gut. Aber wir hatten doch hier... Ah, da muss ich Kuh importieren, ne? Kuh. Oh, Entschuldigung. Kuh. Nahe der Gleise. Ist das hier nah? Ach, Prämie erhalten. Ach, habe ich ganz vergessen. Jetzt brauche ich Kuh. Und Kuh kriege ich... Kann ich da überhaupt bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Nee, natürlich nicht. Wieso kann ich nicht aus Holzfleisch machen? Jetzt habe ich es umsonst gekauft. Hier ist noch Kuh. Hoppala. Nee. Das haben die schon extra so gemacht, ne? Dass du nichts kriegst. Ist hier nur Kuh? Hier wäre Zuckerrohr. Ja, dann weiß ich aber auch nicht, ne? Was haben wir denn? Die wollen doch Stoff, oder? Die wollen doch auch Stoff. Ja, die wollen auch Stoff. Haben wir einen Zug, der nach Montreal fährt? Nee. Mir wurscht, da baue ich 100 Züge. Das ist mir scheißegal. Heizer. Haben wir einen, der nichts zu tun hat? Nee. Zuverlässigkeit, zuverlässig. Achso. Ach, Zuverlässigkeit. Halifax nach. Gut, der Weg ist weit. Aber was soll's? So. Werber. Werber. Fällt den Konkurrenten. Konkurrent. Werber. Aktienkurs, ja gut, der bringt mir jetzt nichts, Aktienkurs. Mann. So, was haben wir hier noch? Neuer Bewerber eine höhere Stufe hat, ach komm. Soll der Geiz. 2, 4, 6, 8. Wo ist denn der eigentlich, der wo gerade nach Quebec unterwegs ist? Was ist denn mit dem? Wo ist denn der? Ah, ist schon fast da. Schön. Ah, Saguenay. Ah, wieso? Saguenay? Wieso wollen die... Warte mal. Halifax.
bin mir auch unsicher. Kohle machen wir wie blöd, ne? Das ist schon mal ganz geil. Ach ja, in Monken wollen die keinen Stoff, leider. Die wollen keinen Stoff, Stoff, Stoff. Montreal, Quebec, sage ich nee, alles andere ist zu weit weg. Wollen die Stoff? Auch, aber pff, bis ich da hochfahre, bin ich ja alt und grau. Der hat nichts zu tun. Zack. Und dann noch einen ohne Aufgabe? Nee. Fracht, Fracht, Fracht. Heizer. Nee. Nee. Bin mal noch mal einkaufen. Okay, das heißt, du wohnst nicht in Bayern. Und bring mir auch was mit. Ich hab Hunger. Bring mir was zum Spielen mit. Was? Überraschung und Schokolade, bitte. Ne? Bim, bim. Also ein Ü-Ei für jeden, alles klar. Yes! Yes, geil. Darf auch ein komplettes Big Mac-Menü sein. Wenn du zufällig am Mackie vorbeikommst. Halifax Monken, achso. Halifax Montreal. Was ist mit dem? Haben wir da Wachmann? Höhere Frachtpreise. Okay. Heizer. Ach, immer der gleiche Scheiß. Grüß dich, Dr. Mautz. Was geht? Guten Abend. Auf wen wartet er jetzt? Auf Bakerschlag Montreal. Und wo ist der? Ups. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Naja, steht er da, gell? Wie komme ich da jetzt wieder weg? Pfeifen. Hilfe! Ah. Hätte eben fast ein Auto gekauft. Oh, nice. Aber nur fast, oder was? Wieso denn nur fast? Heizer. Boah, Züge 9 und 3. Oh, krass. So, ich wollte auf Halifax. Auf Bakerschlag Montreal. Wo ist denn der Bakerschlag Montreal-Typ? Ach, wir haben da... Moment, wir haben da gar kein Ausweichgleis, ne? Okay. Moment. Ja, das hat es bisher noch nicht gebraucht, deswegen. Dann bauen wir jetzt welche. Damit wir auch mal wieder was bauen. Ich würde mir auch gerne ein Auto kaufen. Weil ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gern ein SUV hätte. Weil ich mag nicht mehr so tief einsteigen. Das ist au au. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Möchte nicht mehr so tief einsteigen. Da können wir auch nochmal einen Versorgungsturm bauen, ne? So. Gut. Ja, das Geld vom Unfallverursacher ist noch nicht da und im Nachhinein betrachtet war der Wagen zu klein für 4. Wolltest du etwa einen Ferrari kaufen oder was? Wolltest du einen Ferrari kaufen? Gib's doch zu. Bist ja auch Rentner. Hallo, Steven! Ja, doch, der Herr Dr. Mautz erzählt,
dass er einen Unfall hatte mit der Street Band, mit dem Street Train. Mit dem Street Train. Mit dem Street Train. Auf was wartet der jetzt? Ach so, ja gut, da kann ich ein bisschen warten. Halifax, Quebec, der fährt gerade zurück. Saguenay. Ja, Saguenay will einfach keinen Stoff. Oder wo fährt der jetzt hin? Der fährt ja noch jetzt nach Saguenay. Nach Saguenay fährt der. Aber oh, wir haben schon Mai. Wir haben schon Mai. Ei, ei, ei. Wir haben schon Mai. Wartet auf Halifax, Quebec. Wo ist der Halifax, Quebec? Ah. Fieb, fieb. Wir können hier auch noch ein bisschen umbauen, oder? Können wir das noch bis hier ziehen? Dass du das nicht so lange blockiert? Mal gucken. Oh. Aua, aua, aua. Haxen, 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 haxen. Ah, aber dann reiße ich das ganze Ding wieder ab, gell? Was tut das Spiel da? Ah, fast. Na, ah, ich kann da nicht rausbauen. Ach, egal. Zack, instant demotiviert. Ist der... Ach nee, das ist der blöde... Der blöde Blödmann. Oh, da fährt wieder einer, ein Dicker. Acht. Oh, der hat 17... Oh, es könnte vielleicht hinhauen. Hast du alles, was du brauchst? Komm, du brauchst noch schneller. Du brauchst jetzt einen geilen Heizer. Ja, komm, wir nehmen den. Wachmann. Höhere Frachtpreise. Yes. Lokführer. Ah, nee. Ach, ich hab nur die? What? Wieso hab ich hier so wenig Lokführer? Was ist das? Jo, was ist denn das? Bitteschön. Haben wir da noch irgendwas? Lebensmittel, so ein Scheiß. Speisewagen. Ja. Aber ich glaube, da nimmt es mir dann einen Wagen weg, ne? Achso, das ist der, der fährt wieder zurück. Gut, gut. Halifax, Montreal, wo ist der? Wartet auf Halifax, Quebec. Oh, puh. Muss ich da etwa nochmal ein Ausweichgleis bauen? Ist das so? Oh nö, das will nicht, das geht nicht, das mag nicht. Hier aber schon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Wie geht es? Gleispunkt verschieben. Nee, was? Ah, so wollte ich genau. Ja, jetzt hat... So. Und dann machen wir hier so. Oh, nicht, dass es wieder zu kurz wird. Nee, warte mal. Das gefällt mir nicht so gut. Wie viel
Kostet. Ach, das kostet so fast nichts. Geht das? Warte. Nein, das heißt da drauf bauen. Ah, das. Ah, shit, ey. Das ist zu nah dran, ne? Oh, nee. Warte mal. Dann könnte ich doch. Dann kann ich gleich zweigleisig machen. Wenn ich das hier noch wegbaue. Und dann das hier so dran dödel. Yes. Dann ist es halt ein großes Ausweichgleis. Was ist das jetzt? Das ist ja falsch. Das ist richtig. So. Gut. Das kostet fast gar nichts. Das stimmt. Das kostet fast gar nichts. Wartet auf Saguenay Halifax. Wo ist denn Saguenay Halifax? Saguenay. Wo ist denn der Saguenay? Ach, auf den, der gerade. Ja, aber du kannst doch schon. Der wartet jetzt auf wen? Auf Moncton, Quebec. Das ist der. Okay. Na gut, Mann. Na gut, Mann. Ich hätte jetzt Bock. Ich hätte jetzt Bock auf irgendwas. Selbstverständlich auf Essen. Das wäre jetzt geil. Ich hätte voll Bock auf einen Big Mac, ne? Oh! Moment. Das bringt ja richtig viel Asche. Flip? Nee, das ist ja Quatsch. So. Ja, da fährt er halt einen Umweg. Ich wollte nur die Kohle. Zug braucht es ja keinen, ich wollte nur die Kohle. Oh, Moncton wächst. Nice. Dann wollen die nämlich auch Stoff. So, bin mal eine Runde Battlefield spielen. Viel Spaß euch noch bis später oder die Tage. Dr. Mautz, viel Spaß dir. Mach's gut. Battlefield. Das ist anscheinend sehr beliebt. Viele Leute spielen Battlefield. Achso, Wachmann. Saboteur. 100 Innovationspunkte. Ja, macht auch Spaß. Okay. Okay. Bap, 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 184, okay. Was ist hier unten? Oh! Moment. Ich muss noch was anschließen. Das würde ich aber jetzt von hier oben aus randödeln. So. Zufällige Panne, ja, ganz toll. Jetzt können die anderen Züge wegen dir dann nicht fahren, du Arschkopf. Wartet auf Saguenay Halifax. Ja, toll. Oh, heute muss ich aber wieder Hüsteli, ne? Geht mir auf den Sack. Haben schon 6 Millionen. Das geht ganz schön ab. Aber das ist auch gut.
Zuverlässigkeit. Oh, 117%. Puh. Wer bist du, Segene? Aber Segene will nicht, ne? Hier wäre es gut, wenn mehr Post und Passagiere wären. Das lohnt sich ja fast nicht. Was ist das? Maisfarm, ne? Ear Falls. Ja, was bringt mir das? Das ist blöd. Achso, die Starkdomäne. Poco Domäne. Wer steht hier? Wie die halt immer gegenseitig ewig warten. Das ist ein bisschen doof. Ich brauche noch Ausweis. Ausweichscheiße brauche ich noch. Ich finde es ja super, dass das Spiel inzwischen so viele DLCs hat. Achso, nee, da brauche ich gar nichts. Weil das ist, ich mag das Spiel echt gerne. Mag es wirklich richtig gerne. Habe ich da... Wie läuft es denn jetzt mit dem Stoff? Jetzt läuft es besser. Jetzt läuft es besser, weil wir hier in Halifax machen wir nämlich aus Holzstoff. Warum auch immer, keine Ahnung. Halifax Monken, der bringt jetzt nur das. Und dann kommt hoffentlich mal der und dann der und wer ist der? Oh, Halifax Gebäck, sehr gut. Zugfolgen. Haben wir noch irgendwie. Oh ne, jetzt ist er weg. Der war gerade noch da. Der war gerade noch da, Arschloch. Passagiere, ne, Passagiere brauche ich da nicht. Oh Mann. So, auf wen wartest du jetzt? Auf Halifax Monken. Ja, aber der ist doch schon durch, oder nicht? Der steht doch hier. Und wieso stehst du hier? Und er wartet auf Monken Quebec. Monken Quebec. Ach so. Oh, die ist ja unpraktisch. Moment. Brauereien Monken. Nee, ich habe schon so viele Brauereien. Plöpp. Plöpp. Da haben wir da mal ja Ausweichmöglichkeiten. Geht es da auch noch hin? Oh yes. Auf wen wartest du jetzt? Halifax Montreal. Achso, der. Okay. Wird gewartet. Oh Mann. Ja, Stoff, 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 Stoff. Aufgabe endet bald. Ich weiß. Es wird echt wieder. Es wird jedes Mal sehr knapp. Können wir hier noch irgendwas? Ticketpreise, Post, Wartung.
Ah, hier, Leistung der Lokomotiven. 5% mehr. Yes. Das finde ich gut. So, Halifax, Quebec, genau. Sorry. Da hat jetzt wirklich einen Kuhfinger vorne dran. Wie nice ist das denn? Lokführer. Nochmal 6% Geschwindigkeit. Her damit. Haben wir denn hier eigentlich schon den besten Zug, ja, ne? Ja. Ja. So, jetzt müssen die zwei Dödel nur noch rechtzeitig ankommen. Wo ist denn der nach Montreal eigentlich jetzt gerade? Ja, wo ist denn der? Ist er das? Ja. Ja, hat schon noch ein Stückchen. Du musst halt auch dauernd tanken, gell? Ups. Ja, aber der muss ja eigentlich nur noch da runter und dann ist er schon da. Bitte nicht wieder auffüllen. Naja, gut. Auf Bakerschlag. Oh, nee. Oh, jetzt macht er wieder Stau. So, hopp, fahr, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp, fahr. Fahr, hopp, hopp. Ich hab gesagt, du sollst fahren, du Arschloch. Jetzt fährt er. Hoppala. Zack. So. Jetzt kommt der. Und wo ist denn eigentlich der andere? Ist ja auch schon am Stissel. Ah, der kommt hier schon. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn die zwei noch... Ah, aber der fährt nach Quebec. Ah, nee, der kann... Ach, der fährt hier oben rum. Nice. Jetzt habe ich gedacht, der fährt hier unten rum. Aber das tut er ja gar nicht mehr. Er fährt hier oben rum. Nice. Da fährt er. Ganz schnell fährt er da. Gut, dass Montreal so einen großen Bahnhof hat. Nein, Quebec. Sorry. Da 33, jetzt muss nur noch der in Montreal abgeben. Dann siehst du die exquisite Qualität der gelieferten Güter? Es wird noch Jahre brauchen, bis die hiesige Produktion einen vergleichbaren Standard erreicht. Gut, du hast dich als fähig erwiesen. Ich habe beschlossen, dir nun die volle Verantwortung zu übertragen. Dies ist eine große Ehre, mit der aber auch die Bürde eines gigantischen Schuldenberges kommt. Gelingt es dir, in gegebener Zeit die Grand Trunk Railway wieder lukrativ zu machen, so wird es sicherlich auch mir gelingen, Ihre Majestät, Königin Victoria, davon zu überzeugen, den Kolonien größere Unabhängigkeit zu gewähren. Die finanzielle Lage deines Unternehmens hängt zu einem guten Teil auch am wirtschaftlichen Gesamtfortschritt. Ich empfehle dir dringend, für einen direkten Zugang zu Teilen des US-Marktes zu sorgen.
Eine intensivierte Beteiligung an einem Warenaustausch an der Grenze würde dafür sorgen, dass der grenzüberschreitende Verkehr in die USA für die Grand Trunk Railway geöffnet wird. Nach meiner Halt doch dein Maul jetzt. Ist es im Interesse der Krone, dass die Kolonien mehr politische Unabhängigkeit gewinnen. Doch hierzu muss Kanada zunächst unabhängiger von Importen aus England werden. So, erstmal speichern. Speichern. Yes. So, was sollen wir jetzt machen? Beliefere. Jetzt, das ist geil. Befreie die Grand Trunk Railway aus dem Schuldensumpf. Bam, schon erledigt. Bevor es überhaupt losgeht. Unternehmenswert von 8 Millionen. also Ottawa mit Fällen, Toronto Winterkleidung, Quartal durch Fracht, okay. Okay. Also Ottawa war doch gleich hier, ne? Irgendwo. Wo war denn? Hier. Ottawa mit Fällen. Fälle kriege ich hierher. Jetzt machen wir jetzt ganz einen auf dumm. Um kann ich immer noch nicht bauen. Wir bauen einfach direkte Vergleisung dahin. Nach Ottawa. Nach Ottawa. Ja gut, ist jetzt ein bisschen teurer, I know. Wo ist Ottawa? Da. Ja, ich habe so viel Kohle. Da ist das alles so egal. Zack. So, Ottawa. Neuer Zug. Zuglinie einrichten. Lokomotive. Die ist schnell und geil. Was haben wir da für einen Heizer? Läuft, nehmen wir mit. Und Zuglinie. Ja, von hier. Nach hier. Ganz simpel. Ganz simpel und ganz einfach. Aua, aua. Aua. Wir brauchen aber in Wartungsgebäude. In Ottawa kann ich kein Wartungsgebäude errichten, oder? Oh doch. Achso, das gehört jetzt auch mir. Oh nice. Wir brauchen aber zwischendrin noch so Versorgungstürme. Machen wir einmal einen hier hin. Und einmal einen hier. Dann bauen wir da noch gleich. Hallo? Gleis, danke. Ausweich. Johnny. So, Obacht. Zack. Das ist doch nicht so lange, wie ich gedacht habe. So, und noch eine. Da war's. Da. So. Man kann normalerweise auch so spielen, ne, dass man auf dem gleichen Gleis immer fährt und die können durcheinander durchfahren. Was ich aber total doof finde. Das ist ja easy cheat, oder? Super easy cheat ist es. So, also der bringt jetzt Fälle nach Ottawa. Belieferte Toronto mit 24 Ladung Winterkleidung. Gut, Frage Nummer 1, wo ist Toronto? Eigentlich links. Nein. Toronto. Doch. Winterkleidung. Was haben wir denn hier? Da geht's nicht. Oh, da haben wir Vieh. Ach, das gehört ja jetzt alles mir, gell? Was macht denn Toronto eigentlich? Ja, die brauchen Winterkleidung. Ottawa. Felle, Stoff. Die machen doch Winterkleidung. Da
müssen sich auch Felle hinbringen. Felle und Stoff. Was machen wir in Sangene? Ach, da haben wir die Winterkleidung weggemacht. Aua. Was ist Nickes Schuld? Warum? Anwälte sind immer schuld. Okay. Ey, ja, Tropico. Ende Februar war Anno, ja. Das Programm für den Jahresstart finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ist ganz geil, oh.